Ich bin verloren, murmelte die Königin, als sich die Tür hinter ihrem Gemahl geschlossen hatte. Der Kardinal weiß alles. Er hat den König aufgehetzt und diesem wird die Wahrheit nicht mehr lange verborgen bleiben. Ja, ich bin verloren, mein Gott, mein Gott. Sie sank auf die Knie und faltete die Hände zum Gebet. Plötzlich drang eine sanfte, gütige Stimme an ihr Ohr. Kann ich Euer Majestät mit irgendetwas dienen? Die Königin wandte den Kopf. An einer der Türen stand die hübsche Frau Bonacieux. Sie war, als der König eintrat, gerade damit beschäftigt gewesen, im angrenzenden Ankleidezimmer Wäsche zu ordnen und hatte daher alles mit angehört. »Ihr dürft überzeugt sein, Madame«, fuhr die junge Frau fort, »dass ich euch mit Leib und Seele gehöre, und wenn ich auch nur eine untergeordnete Stellung einnehme, so glaube ich doch, Euer Majestät aus der Bedrängnis helfen zu können.« »Du«, rief die Königin, »komm näher, Kind, und sieh mir in die Augen. Ach, ich bin von allen verlassen und verraten, und ich soll dir trauen?« »Madame«, sagte Frau Bonacieux, auf die Knie fallend und ihre Herrin treu und ehrlich anblickend, »ich bin jederzeit bereit, für euch zu sterben. Oh, ich weiß, dass es hier viele Verräter gibt, aber ich schwöre euch bei der heiligen Jungfrau, dass euch niemand ergebener sein kann als ich. Die Diamantnadeln, die seine Majestät an euch zu sehen wünscht, habt ihr dem Herzog von Buckingham gegeben, nicht wahr? Sie waren in dem kleinen Rosenholzkästchen, das er unter dem Arm trug? Mein Gott, mein Gott!« stöhnte die Königin. »Nun«, sprach Frau Bonacieux weiter, »diese Nadeln müssen wieder herbeigeschafft werden.« »Gewiss, aber wie sollte das möglich sein?« »Man muss einen Boten zum Herzog schicken.« »Wen kann ich schicken? Wem mich anvertrauen?« »Hab Vertrauen zu mir, Madame. Ich werde einen Boten finden.« »Aber ich muss etwas schreiben. Das ist freilich unerlässlich. Doch genügen ein paar Worte von eurer Hand und euer Siegel.« »Aber die paar Worte sind meine Verurteilung, die Ehescheidung, die Verbannung.« »Wenn sie in verräterische Hände fallen, allerdings. Ich bürge euch jedoch dafür, dass sie in die Rechten kommen.« »Allmächtiger Gott, ich muss also mein Leben und meine Ehre in deine Hände legen.« »Ja, Madame, das müsst ihr, wenn ihr Leben und Ehre retten wollt.« »Und was hast du dir ausgedacht?« »Mein Gatte ist vor 2 oder 3 Tagen wieder in Freiheit gesetzt worden. Er ist ein braver, grundehrlicher Mann, der alles tut, was ich von ihm verlange. Ihn werde ich beauftragen, den Brief Euer Majestät dem Empfänger zuzustellen.« Die Königin schloss Frau Bonacieux froh und gerührt zugleich in die Arme. »Tue das, das ist die Rettung, du allein von allen. Schreibt schnell den Brief, Madame, es ist keine Zeit zu verlieren«, unterbrach die Wäschebeschließerin ihre Herrin. »Und den Dienst, den ich euch tun darf, schlagt nicht zu hoch an, Majestät.« Die Königin ging zu ihrem Schreibtisch, warf einige Zeilen auf ein Blatt Papier und versiegelte es. Dann aber zögerte sie, es Frau Bonacieux zu geben. »Fast hätte ich es vergessen, wie steht's denn mit Geld?« »Ach ja, Geld«, die Dienerin errötete, »leider muss ich Euer Majestät gestehen, dass mein Mann, dass denn Mann keins hat, sag's nur. Oh, er hat Geld, Madame, aber er ist furchtbar geizig. Ich werde jedoch schon ein Mittel finden. Warte«, fiel die Königin ein, »Geld habe ich zwar auch keins, aber etwas anderes.« Sie nahm einen großen Schmuckkasten aus dem Schrank. »Hier ist ein Ring von hohem Wert. Ich habe ihn von meinem Bruder, dem König von Spanien, und kann frei darüber verfügen. Mach ihn zu Geld und gib dieses deinem Mann für die Reise.« Sie reichte der Dienerin Ring und Brief. Wie du siehst, ist er an My Lord, Herzog von Buckingham in London adressiert. »Der Brief wird den Empfänger sicher erreichen«, versprach Frau Bonacieux, barg das Papier in ihrem Körper, küsste der Königin die Hand und eilte flüchtigen Fußes hinaus. 10 Minuten später war Constance zu Hause. Sie hatte ihren Gatten seit ihrer Befreiung noch nicht gesehen.
wusste also auch nicht, dass er inzwischen dem Kardinal hörig geworden war und mit dessen abgefeimten Agenten, dem Grafen de Rochefort, in regem Verkehr stand. Ohne große Mühe hatte dieser den harmlosen Spießbürger davon überzeugt, dass die Entführung seiner Frau nur eine politische Vorsichtsmaßnahme gewesen sei. Bonacieux war allein daheim. Als seine Frau plötzlich auf der Schwelle stand, flog ein Freudenschimmer über sein Gesicht und er eilte ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen. Aber sie bot ihm nur die Stirn zum Kuss und sagte kurz: »Wir wollen ein wenig zusammen plaudern.« »Ein wenig plaudern?« versetzte der Krämer erstaunt. »Ich habe einige sehr ernste Fragen an dich zu richten. Erzähle mir zunächst einmal, wie das mit deiner Entführung war. Später, später!« vertröstete Konstanz ihn. »Zuallererst muss ich dir etwas Wichtiges sagen, etwas, von dem vielleicht unser künftiges Glück abhängt. Es handelt sich um eine gute, gottwohlgefällige Tat, die außerdem aber auch ein hübsches Stück Geld abwirft.« »Ein hübsches Stück Geld?« Bonacieux leckte sich die Lippen. Geld war nun einmal seine schwache Seite. »Wie viel denn?« »Nun«, antwortete Konstanz langsam, »so ungefähr 1000 Pistolen. Donnerwetter, dann muss es etwas Wichtiges sein. Na ja, eine Reise. Ich werde dir ein Papier anvertrauen, das du unter keinen Umständen aus den Händen geben und nur dem Empfänger persönlich abliefern darfst.« »Und wohin soll die Reise gehen?« »Nach London.« »Nach London?« Der Krämer schüttelte energisch den Kopf. »In London habe ich nichts verloren.« »Es gibt aber Leute, die wünschen, dass du dorthin gehst.« »Wer sind diese Leute?« »Ich tue nichts mehr blindlings. Ich will wissen, welchen Gefahren ich mich aussetze und für wen ich mich ihnen aussetze.« »Eine vornehme Person schickt dich, und eine vornehme Person erwartet dich. Dein Lohn wird deine kühnsten Hoffnungen übertreffen. Das ist alles, was ich jetzt für jetzt sagen kann.« »Nun, ich kann mir denken, in wessen Auftrag du handelst. Immer wieder diese Intrigen. Nein, auf so etwas lasse ich mich nicht ein. Der Kardinal hat mich zu gut aufgeklärt.« »Der Kardinal?« rief Frau Bonacieux verwundert. »Du hast den Kardinal gesprochen?« »Ja, er hat mich rufen lassen.« »Und du, Riesenross, bist seiner Einladung nachgekommen?« »Offen gestanden, ich hatte nicht die Wahl, ob ich gehen sollte oder nicht, denn zwei Gardisten führten mich zu ihm. Nach kurzer Unterhaltung aber bin ich der Freund des großen Mannes geworden, und seitdem habe ich die Ehre, ihm zu dienen.« »Du dienst dem Kardinal?« »Ja, Frau, und deshalb werde ich nicht zugeben, dass du dich in Verschwörungen gegen die Sicherheit des Staates einlässt und die Intrigen einer Frau begünstigst, die keine Französin ist und ein spanisches Herz hat. Gottlob aber ist der Kardinal da, dessen wachsames Auge bis auf den Grund der Herzen dringt.« Damit wiederholte Bonacieux eine Phrase, die er von Rochefort gehört hatte. Die arme Frau aber, die auf ihren Mann gerechnet und sich für ihn bei der Königin verbürgt hatte, bebte innerlich bei dem Gedanken, welch großer Gefahr sie sich nun plötzlich gegenüber sah und welcher Ohnmacht. Trotzdem wagte sie, auf die Geldgier ihres Gatten spekulierend, noch einen letzten Versuch. »Du bist ein Kardinalist geworden. Gut. Aber das sollte nicht ausschließen, bei einem Vorteil, der dir geboten wird, rasch zuzugreifen.« »Pah!« Bonacieux öffnete den Schrank und schlug vergnügt gegen einen gewichtigen Beutel. In dem Beutel klang's nach goldenen und silbernen Münzen. »Was sagt ihr nun, Madame? Woher hast du dieses Geld, etwa vom Kardinal?« »Jawohl, vom Kardinal.« »Pfui«, rief Constance aufgebracht, »dass du ein Feigling, Geizhals und ausgemachter Esel bist, habe ich längst gemerkt. Dass du aber auch ein Schuft bist, das wusste ich noch nicht. Für Geld hast du dich dem Teufel mit Leib und Seele verkauft.« »Was? Was sagst du da?« Frau Bonacieux begriff, dass sie zu weit gegangen war. Sie erschrak und forschte ängstlich in den Zügen ihres Mannes, in denen sich eine finstere Entschlossenheit ausprägte.
Vielleicht hast du doch recht, sagte sie sanft. Ein Mann versteht mehr von Politik als eine Frau. Und erst recht, wenn er mit dem Kardinal gesprochen hat. Bitter freilich bleibt's, dass mein Gatte, auf dessen Liebe ich baute, mich so im Stiche ließ. Sie seufzte. Na, reden wir nicht mehr davon. So gestatte, dass ich jetzt gehe, bat der Krämer mit unsicherer Stimme. Da ich ja nicht wusste, dass du kommen würdest, habe ich mich mit einem Freund verabredet. Willst du warten, bis ich wieder da bin? Nein, nein, ich muss bei Zeiten wieder am Louvre sein. Und wann sehe ich dich wieder? Vielleicht schon nächste Woche. Schön, auf baldiges Wiedersehen also. Der Krämer küsste seiner Frau die Hand und eilte fort. Mein Gott, rief Konstanz, als sich die Tür hinter ihrem schurkischen Mann geschlossen hatte. Was fange ich jetzt bloß an? In demselben Augenblick wurde heftig gegen die Zimmerdecke gepocht. Konstanz blieb verwundert in die Höhe. Und da vernahm sie auch schon eine Stimme. »Liebe Frau Bonacieux, öffnet mir die kleine Flurtür. Ich komme sofort zu euch herunter.« 2 Minuten später stand D'Artagnan vor seiner Angebeteten und sagte, »Gestattet mir die Feststellung, dass euer Mann ein trauriger Wicht ist.« »So, habt ihr unser Gespräch gehört?« Konstanz sah den jungen Gardisten in banger Sorge an. »Vom ersten bis zum letzten Wort. Großer Gott, wie ist so etwas nur möglich?« »Durch einen kleinen Trick, der mich seinerzeit auch euer Gespräch mit den Geheimpolizisten erlauschen ließ.« »Und was habt ihr der Unterredung zwischen mir und meinem Mann entnommen?« »Tausenderlei, Madame. Zum Ersten, dass euer Gatte ein armseliger Tropf ist, worüber ich mich sehr freue. Zum Zweiten, dass ihr euch in einer großen Verlegenheit befindet, was mir sehr zu Passe kommt, denn ich werde dadurch in die Lage versetzt, euch einen Dienst zu leisten und hoffentlich einen recht gefahrvollen. Zum Dritten, dass die Königin für eine Reise nach England einen mutigen, gescheiten und ergebenen Mann braucht. Wenigstens 2 dieser Eigenschaften besitze ich, also verfügt über mich.« Konstanzes Herz schlug freudig und in ihren Augen glimmte ein Funken neu erwachter Hoffnung. »Welche Bürgschaft bietet ihr mir?« sagte sie, »wenn ich euch mit dieser Reise betraue.« »Meine Liebe zu euch. Befehlt, was ich tun soll.« Frau Bonacieux kam an wieder Bedenken. »Darf ich einem so jungen Mann wirklich ein solches Geheimnis enthüllen?« »Seid ihr beruhigt, wenn ich euch untadelige Edelleute nenne, die für mich einstehen?« »Ja, das würde alle meine Bedenken zerstreuen.« »Nun, kennt ihr Athos oder Porthos oder Aramis?« »Nein, wer sind diese Herren?« »Musketiere des Königs. Kennt ihr den Herrn de Treville, ihren Hauptmann?« »Oh ja, den kenne ich. Zwar nicht persönlich, doch hörte ich die Königin oft sehr rühmlich von ihm sprechen.« »Ihr fürchtet also nicht, von ihm an den Kardinal verraten zu werden?« »Ganz gewiss nicht.« »Gut. So vertraut ihm euer Geheimnis an und fragt ihn, ob er mich für würdig erachtet, es zu erfahren.« »Das Geheimnis gehört nicht mir, mein Herr.« »Aber zum Kuckuck, ihr wolltet es doch auch eurem Mann anvertrauen«, rief D'Artagnan ärgerlich. »So, wie man einen Brief einem hohlen Baum, dem Flügel einer Taube oder dem Halsband eines Hundes anvertraut.« »Auf diese Weise kommen wir nie weiter, Konstanz«, gab der junge Mann zu bedenken. »Vergesst nicht, dass ich euch liebe. Stellt mich auf die Probe.« Noch einmal zögerte Frau Bonacieux, dann sagte sie, »Ich glaube euren Beteuerungen, aber ich schwöre bei Gott, dass ich mich selber umbringe und euch als meinen Mörder anklagen werde, wenn ihr mich verratet.« »Und ich schwöre, dass ich, sollte ich bei der Ausführung eurer Befehle gefasst werden, mich lieber töten lasse, als auch nur ein Sterbenswörtchen von mir zu geben.« Frau Bonacieux drückte dem Tapferen innig die Hand und vertraute ihm nun das Geheimnis an, das ihm der Zufall schon zum Teil enthüllt hatte. D'Artagnan strahlte vor Freude und Stolz. Das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, und die Liebe zu der Frau, die es ihm schenkte, machten ihn zu einem Riesen.
Ich reise sofort ab, rief er. Ihr reist sofort ab? Und euer Regiment, euer Hauptmann? Teufel, das hatte ich ganz vergessen. Ich muss ja erst Urlaub haben. Aber das kriege ich schon hin. Ich suche noch heute Abend Herrn de Treville auf und bitte ihn, mir bei seinem Schwager, dem Herrn de Essarts, den Urlaub zu erwirken. Schön, aber noch etwas. Vielleicht habt ihr kein Geld. D'Artagnan lachte. Vielleicht ist gut. Frau Bonacieux öffnete den Schrank und griff hinein. So nehmt diesen Beutel. Ah, das Geld des Kardinals, meinte D'Artagnan schmunzelnd. Es wird mir ein besonderes Vergnügen sein, mit dem Geld seiner Eminenz der Königin zu dienen. Und sie wird, dessen dürft ihr versichert sein, eure Dienste gebührend zu lohnen wissen. Oh, ich bin schon dadurch überreich belohnt, dass ich euch meine Liebe... Psst! Frau Bonacieux legte den Finger auf ihre Lippen. Man spricht auf der Straße. Oh Gott, es ist die Stimme meines Mannes. D'Artagnan sprang zur Tür und stieß den Riegel vor. Ihr lasst ihn erst rein, wenn ich weggegangen bin. Ich dürfte ja gar nicht mehr hier sein. Und dann das Geld. Ja, das stimmt. Also verschwinden wir. Aber wie und wohin? Es gibt nur einen Weg, in meine Wohnung hinauf. Frau Bonacieux errötete. Gut, mein Freund, ich vertraue euch. Das dürft ihr, auf mein Edelmannswort. D'Artagnan schob vorsichtig den Riegel wieder zurück, und die beiden Verbündeten huschten wie Schatten durch die innere Flurtür, schlichen die Treppe hinauf und traten in das Zimmer des Gascogners. Dort eilten sie ans Fenster und spähten durch einen Spalt im Laden auf die Straße hinab. Vor dem Haus stand der Krämer an der Seite eines Mannes, der in einen weiten Mantel gehüllt war. »Teufel, das ist ja dieser Schuft aus Moing!« rief der D'Artagnan plötzlich, zog seinen Degen und stürzte zur Tür. Frau Bonacieux riss dem jungen Mann entschlossen zurück. »Wollt ihr uns verderben? Denkt daran, dass euer Leben vorerst nicht mehr euch gehört. Ich verbiete euch im Namen der Königin, euch irgendeiner Gefahr auszusetzen, die nicht mit dem Zweck der Reise zusammenhängt.« D'Artagnan stieß seinen Degen gehorsam in die Scheide zurück. »Und in eurem Namen befiehlt ihr nichts?« »In meinem Namen bitte ich euch sehr herzlich darum,« erwiderte Frau Constanz. »Doch still jetzt, Sie sprechen von mir.« Bonacieux war inzwischen in seine Wohnung gegangen, aber schon nach einer Minute zurückgekehrt. Auf der Schwelle stehend, sagte er zu dem Mann im Mantel, »Ich vermutete richtig, sie ist nicht mehr da.« »Und ihr seid überzeugt, dass sie nicht ahnt, warum ihr weggegangen seid?« Bonacieux schnickte mit den Fingern, »Pah, dazu ist sie viel zu naiv.« »Ist der Junker oben zu Hause?« »Nein, denn die Laden sind geschlossen und da schimmert auch kein Licht durch die Ritzen.« »Gut, dann wollen wir bei euch eintreten. Wir sind drinnen sicherer als auf der Straße.« »Schade«, flüsterte Frau Bonacieux, »jetzt werden wir nichts mehr hören.« »Im Gegenteil.« D'Artagnan schob die losgelöste Diele vorsichtig beiseite, kniete nieder und winkte Constanze an seine Seite. »Ihr meint also«, begann der Unbekannte, »dass eure Frau in den Louvre zurückgekehrt ist, ohne vorher mit jemand zu sprechen? Daran ist gar nicht zu zweifeln. Gut, das ist nämlich sehr wichtig.« »Die Nachricht, die ich euch brachte, ist demnach von Wert, von großem Wert, mein lieber Bonacieux. So wird der Kardinal mit mir zufrieden sein?« »Ganz gewiss.« »Hm?« »Und Namen hat also eure Frau bei ihrer Unterhaltung mit euch nicht genannt?« »Ich glaube nicht.« »Sie erwähnte weder Madame de Chevreux, noch den Lord Buckingham, noch Madame de Vernet?« »Nein, sie sagte bloß, dass ich im Interesse vornehmer Personen nach London reisen müsse.« »Zu dumm, dass ihr den Auftrag ablehntet«, meinte der Mann im Mantel. »Jetzt hätten wir den Brief, der Staat wäre gerettet und ihr und ich?« Euch hätte, wie ich bestimmt weiß, der dankbare Kardinal in den Adelsstand erhoben. Das wäre... Bonacieux kratzte sich aufgeregt hinter dem Ohr. Na, noch ist's nicht zu spät. Wieso ist es noch nicht zu spät? Nun,
Ich eile in die Louvre und erkläre meiner Frau, dass ich mir die Sache noch einmal überlegt hätte und nun doch bereit wäre, nach London zu reisen. Dann gibt sie mir den Brief und ich laufe damit zum Kardinal. Tut das, säumt keinen Augenblick. Vielleicht schaue ich später noch einmal bei euch herein, um zu hören, was ihr erreicht habt. Der Unbekannte ging. Diese Schurken, rief Frau Bonacieux. Um Gottes Willen, seid still, flüsterte D'Artagnan und drückte seiner holden Nachbarin beruhigend die Hand. In diesem Moment drang ein furchtbares Geschrei ans Ohr der Lauscher. Bonacieux hatte entdeckt, dass der Beutel verschwunden war und rief voller Verzweiflung nach Hilfe. »Er wird das ganze Stadtviertel in Aufruhr bringen«, sagte Konstanz ängstlich. Aber er brachte nicht einmal die Rue de Fossoyeur in Aufruhr. Niemand kümmerte sich um den Krämer, denn dessen Haus war seit einiger Zeit übel beleumundet. So stellte er denn sein nutzloses Brüllen ein und entfernte sich fluchend und jammernd. Frau Bonacieux atmete auf. »Die Luft ist sauber, jetzt könnt auch ihr gehen. Seid mutig und seid vorsichtig. Vergesst nie, dass ihr euch der Königin verschrieben habt.« »Ihr und euch«, rief D'Artagnan. »Seid unbesorgt, Konstanz. Ich werde mir die Gunst der Königin verdienen. Werde ich mir auch die Erwiderung meiner Liebe verdienen?« Die junge Frau antwortete nicht, aber sie errötete, und in ihre Augen trat ein zärtliches Leuchten. 3 Minuten später verließ D'Artagnan das Haus, den Degen umgegürtet, einen weiten Mantel um die Schultern geworfen. Konstanz blickte ihm nach, bis er um die Ecke verschwunden war. Dann kniete sie nieder und faltete die Hände. »Lieber Gott, beschütze die Königin, beschütze ihn und beschütze auch mich.«